Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir, dem lieben Dico. Es geht heute um FIFA 16, dritte Liga, Regionalliga, Patch. Es ist jetzt nichts Besonderes Neues, wie alle, die so ein bisschen total dabei sind schon bei FIFA, die natürlich voll die FIFA-Fans sind, die werden das schon gut genug verfolgt haben und wissen auch schon, haben wahrscheinlich schon alles installiert. Doch ich mache es heute nochmal für meine Zuschauer, nochmal ein extra Tutorial. Wie installiere ich denn dritte Liga, Regionalliga? Für FIFA 16 ist natürlich ein Mod, nichts von EA Sports selbst. Und werde in Zukunft auch wieder ein paar Tutorials raushauen, denn ich werde für mich privat wieder meinen Lieblingsverein, den SVH, gründen. Und werde dann ein bisschen dann diese ganzen Sachen, die ich da aufbaue, mit Gration Master immer wieder ein bisschen abfilmen und euch zeigen, wie ich das mache, dass ihr auch einen eigenen Verein drin haben könnt. Folgenderweise geht so los, dass ihr euch erstmal die aktuelle Fassung runterladen müsst von fifaplanet.de. Da gibt es hier die Möglichkeit, da könnt ihr jetzt hier den Patch herunterladen. Ist zum Glück bei einer Seite, wo man nicht immer warten muss, wie bei Seiten, wo man dann immer nur bestimmte Geschwindigkeit runterladen darf, dauert ewig und dann muss man irgendwie 3 Stunden warten. Hier kann man ruckzuck die 11 Parts, glaube ich, 200 MB runterladen, also ist jede Menge, was es dort zu laden gibt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, ladet mal auch nochmal hier, seht ihr, es relativ frisch und neu, ein Fix runter, wo noch ein bisschen was verbessert wurde an diesem Patch. Es gibt natürlich, wie ihr seht hier mit dem Winter-Update und so weiter, gibt es natürlich schon ein tolles Tutorial-Video, kann ich auch empfehlen, doch ich mache es einfach hier nochmal extra. Denn was ganz wichtig ist, liebe Freunde, ist, ich zeige euch das mal hier, das sind meine Ordner, so sehen die bei mir aus. Da könnt ihr es schon erkennen, ich habe noch die Demo drauf, die lasse ich mal drauf, weil komischerweise, als ich den installiert habe, ging plötzlich mein Controller nicht mehr. Habe ich einfach mal drauf gelassen, seht ihr schon meine HSV-Serie, da steht hier schon HSV dran. Dann steht hier Orakel dran, da komme ich gerade gar nicht mehr dazu, der ist nur so drin gespeichert, weil ich habe da so bestimmte KI-Einstellungen, dass die auch spannend spielen. Und da habe ich schon hier eine angelegt, einen Ordner SVH für das, was ich euch heute zeige. Und dann gibt es noch Tutorial, das ist eigentlich ein Ordner für Kaputtmachen, für Tests und so weiter. Und zurzeit, dieser Ordner, so muss das aussehen bei wahrscheinlich Datenträger C, wenn ihr es da installiert habt, Programme, Origin Games, wenn dann eben das Spiel die Daten lesen soll. Und das, was ich gerade hier offen habe, ist, da schreibe ich immer Bro hin, das ist nämlich Road to Bro, meine Serie, und schreibt das jetzt wieder hin. Jetzt zum Beispiel würde Origin meckern, wenn du auf FIFA 16 klickst, sagst, hey, das Spiel ist kaputt, da stimmt was nicht, oder es passiert sogar, dass in Origin nicht mehr angezeigt wird, weil jetzt gar nicht mehr dieser Pfad FIFA 16 zur Verfügung steht. Deswegen nehme ich jetzt den SVH und sage hier, so, zu. Und jetzt habe ich wieder einen Pfad und diesen Ordner kann ich kaputt machen, tun, machen, machen, tun und wollen. Ganz wichtig, liebe Freunde, sichert euch die Ordner so ab, wie ich es hier zeige. Mit diesem HSV zum Beispiel, da habe ich meine Serie HSV drin und die ist so angelegt, der Ordner, dass ich natürlich auch Ultimate Team und alles mögliche spielen kann, also auch online. Das ist ganz hilfreich, weil viele machen den Fehler, sie lassen einen Ordner nur drin, weil sie eine kleine Festplatte oder so haben. Und dann verbocken sie irgendwas, was leider bei den Mods bei FIFA ziemlich schnell passieren kann. Und dann hast du das Problem, dass du es deinstallieren musst, neu installieren musst, weil du keinen Ordner mehr hast. Wenn jetzt zum Beispiel der Ordner kaputt ist, dann kannst du einfach wieder einen rüber kopieren. Und schon ist das Problem gelöst. So. Was ich immer gerne mache, sicher, das ist mir nämlich aufgefallen, zumindest wenn ich einen Spieler bearbeite, bei Road to Bro habe ich das gemerkt, dass ich das auf jeden Fall mache, ist, ich gehe auch unter Dokumente und habe hier auch komplett diese Ordner angelegt. Seht ihr hier, FIFA 16, FIFA Demo, FIFA 16 HSV, FIFA 16 Orakel, SVH, und auch hier mache ich jetzt wieder, schreibe hier hin, Bro, wegen der Serie Road to Bro, die ich gerade aufgenommen habe, und mache hier das SVH weg. Ich mache das sicherheitshalber, weil mir ist aufgefallen, dass das Risiko zu hoch ist, dass dann doch erstellte Spieler von Gration Master mal flöten gehen oder so. Deswegen mache ich das auch nochmal safe hier, auch wenn es, glaube ich, fast gar nicht so wichtig ist. Ich mache es trotzdem. Wenn ihr dann alles runtergeladen habt und eure Ordner abgesichert habt, dann müsst ihr erstmal die Dateien entpacken. Ihr seht, das hier sind 11 Winter Update Part ist das. Und hier haben wir noch Winter Update 5.2. Und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr, hier seht ihr den Ordner, dann seht ihr, hier ist alles drin.
Jetzt nehmt ihr halt nicht diesen Ordner nehmen, sondern ihr könnt jetzt auch den hier nehmen. Ich persönlich nehme jetzt einfach diese hier, kopiere sie so und gehe dann wieder in meinen Origin-Ordner hier rein und mache einfach einfügen. Dann wird er wahrscheinlich jetzt sagen, ersetzen und tun und machen. Genau, und dann sage ich ja, bitte aktuelle alle ersetzen. Übrigens, das Tutorial läuft auf Windows 7. Kann natürlich sein, dass es auf Windows 10 ein bisschen anders läuft. Windows 10 ist ja eh, beziehungsweise auf Creation Master und so weiter, ein bisschen am Meckern. So, jetzt war es nicht ganz geplant, dass es ungefähr 14 Minuten dauert. Das ergibt für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn, dass das so lange dauern soll. Gucken wir mal ganz kurz. Weil ich selbst habe es selbst noch nicht drüber kopiert. Ich wollte es eigentlich zeigen, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das relativ schnell geht. Scheint es aber nicht zu gehen. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz hier das Video cutten, bis dann diese 14 Minuten rum sind. Und dann sind wir hier schon in diesem Ordner angelangt mit dem FIFA 16 Dinger. Und dann, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, sollte man auch machen, die Updates reinzuknallen, ne? So. Gut, jetzt lassen wir es erstmal laufen. Ich mache mal kurz hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Ordner hier rüber kopiert, also den Inhalt. Und jetzt auch noch Winter diesen Fix rüber kopiert. Das habe ich alles jetzt mal vorher gemacht. Ganz kurz für Leute, die mich gar nicht kennen und jetzt sich ganz gewundert haben, was ich gesagt habe mit SVH. SVH ist eine Kürzel von SV Eintracht Hamburg, mein erfundener Verein, mit dem ich schon eine Serie auf meinem Kanal gemacht habe. Und Wappen alles selbst erstellt, Trikot alles selbst erstellt, alles selbst erfunden. Das meinte ich vorhin damit. Und wer den Download-Link sucht, natürlich unten in der Beschreibung. Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig mit dem Tutorial und zwar folgendermaßen müsst ihr jetzt mal hier noch auf FileMaster gehen, klickt hier auf die Excel und müsst das natürlich dann ausführen und noch hier oben Regenerate BH machen. Also wir müssen das alles noch regenerieren, hier unten wird das dann angezeigt. Das muss alles gemacht werden, sonst läuft das nicht korrekt. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, das ist immer so unabhängig, es könnte jetzt auch ein bisschen wieder dauern, könnte jetzt aber auch schneller gehen. Und ich kenne es eigentlich, dass es meistens so eine Minute dauert oder so. Wenn wir dann das gemacht haben, wenn es dann gleich fertig ist, dann kannst du reintreten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier rumswitchen darf. Dann gibt es hier noch den Logo-Changer und den Scoreboard-Changer. Ist auch gleich inklusive mit drin. Und hier, zumindest wurde es mir so von den Tutorials gezeigt. Wir sehen mit der Maustaste, wenn wir drüber fahren, dass er immer noch regeneriert. Keine Sorge, wenn ihr sowas macht, da steht keine Rückmeldung. Wenn er fertig ist, geht das trotzdem. Also es läuft noch parallel. Das seht ihr, jetzt ist er fertig. Hier steht unten Ready. So, dann können wir wieder schließen. Jetzt können wir natürlich sagen, hier Scoreboard Changer. Da seht ihr, was hier eigentlich alles drin ist. Und wenn hier alles so passt, dann müsste es zum Beispiel auch so eine dritte Liga, sieht man hier dritte Liga, Scoreboard geben. Und ich habe noch entdeckt, hier gibt es noch so ein Update. Ja, von Update Data und da seht ihr, da müssen wir auch nochmal in FIFA 16 genau nochmal gucken, ob das alles richtig ist, wo das reingehört. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob das doch ist korrekt, genau. Und das müssen wir jetzt auch nochmal hier reinkopieren. Das ist auch nochmal ein Update. Ging jetzt ganz rackzack. So, und jetzt können wir wieder auf den Scoreboard-Changer gehen und können hier unten auf die Echse gehen. Kannst draufklicken. Ich meine, das ist jetzt eigentlich schon wieder ein neues Tutorial, aber im Prinzip kannst du jetzt sagen, auf Generatix Scoreboard, also alle, die EA vorprogrammiert hat, kannst du jetzt ändern. Kannst du hier auf dritte Liga gehen und das sieht hier aus wie dritte Liga. Richtig schnieke. DFB-Pokal ist auch richtig geil. Kannst du alles machen. Und immer vorm Spiel kannst du ändern oder musst halt das Spiel neu, also das Game, also das Live-Spiel sagen, ich möchte das Spiel wiederholen, dann lädt das auch manchmal runter. Dann kannst du hier nur noch sagen, Import, so Enjoy, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt den Patcher brauche, nee, brauche ich nicht. So, dann haben wir das auch. Läuft, liebe Freunde, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was ich selbst noch nicht kenne, ist nämlich, wenn wir jetzt zurückgehen, den Logo-Changer. Da sollte sowas geben wie ARD oder so, ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Können wir mal draufklicken auf die Exo und dann sehen wir hier, so sieht das dann aus. Dann würde sich dann zum Beispiel NDR, HD,
Eurosport. Also es würde sozusagen, dieses Ding würde weggehen von EA Sports Live HD, ne? Gibt's einiges Mögliche, das ihr auswählen könnt. Hier, da haben wir das, EA Sports Live HD. Was wir auch mal machen könnten, ist ein extra Tutorial, wo wir selbst mal versuchen, so ein Ding anzulegen. Weil hier steht das sogar noch. Open a background blah, PSD with Adobe Photoshop. Dann Double-Click, bla bla bla. Das könnte man wirklich mal machen. Das machen wir mal. Wir machen mal so ein Deko-Teil dahin. Wäre doch mal eine Idee. Jetzt machen wir es mal Xen. Und jetzt gehen wir doch mal in den... jetzt gehen wir mal in Origin rein und starten das Spiel. Bitte seid so schlau und geht erstmal offline rein. Und wenn ihr mit online reingeht, was ich eh nicht raten würde, dann klickt nicht auf Anstoß oder auf Kader-Update. Dann geht alles flöten. So, jetzt wird wahrscheinlich erstmal ein komisches Bild kommen. So, da sehen wir schon, er ist installiert, EEP16. Da ist er alles ganz schnieke und neu. Jetzt habe ich gar nicht meinen Controller aktiviert. So, und da bin ich mal gespannt. Es ist natürlich immer so eine Sache, ich muss mich jetzt selber reinfuchsen, weil wenn man seinen eigenen Verein gründet, ist immer das Problem, dass in-game der Vereinsname nicht angezeigt wird. Also wenn ihr da Fragen habt auf meine alten Tutorials oder so, das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert allen. Das ist ein Ding in FIFA. Und da muss man einfach jetzt mal ein bisschen gucken, wie man das Ganze hinkriegt. So, wir haben Mannschaft 1 möglicherweise beschädigt. Das könnte jetzt, ich muss kurz überlegen, welchen Ordner ich da kopiert habe, original, könnte jetzt der HSV sein, der da jetzt nicht funktioniert. Wir gucken einfach mal, ob es überhaupt funktioniert. Ich mache das alles so blindmäßig. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, aber ich mache das alles so ein bisschen blindgaming-mäßig, dieses Tutorial, um selbst einfach zu zeigen, wie das funktionieren kann. So, wir sehen in der zweiten Liga und dann sehen wir hier dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, so wie wir es aus diesem ganzen kennen. Wir sehen Saarbrücken, Arminia Aachen, Babelsberg, Berliner, Leipzig, also Borussia Bautzen, stimmt nicht ganz, doch Regionalliga, genau, dritte Liga, guck mal, Magdeburg, Chemnitz FC, Dresden, die gerade so richtig rocken, Cottbus, die vielleicht in die Regionalliga absteigen, das geht richtig gerade ab in Real Life, Erzgebirge Aue, Mainz 2, das ist sowas, was ich rausnehmen würde, finde ich nie so schnieke, Hallischer FC, Hansa, Rostock, Holstein, Kiel, Kickers, Preußen, Münster, das ist alles da, wie ihr seht, und wenn ich richtig liege, gibt es jetzt China auch. China haben die reinprogrammiert, weil China ist ja gerade echt am Boom, diese Liga. Und guck mal, da gibt es auch die Möglichkeit, eben Beijing, Zhangzhou, Evergrande, die richtig eingekauft haben, liebe Freunde. Die haben richtig eingekauft. Also das ist auch mal eine ganz schöne Idee, oder, dass die dabei sind. Wir können jetzt mal ganz kurz hier reingehen, sagen einfach mal Hansa Rostock und gucken einfach mal, ob das Spiel auch funktioniert. Nee, komm, wir machen das anders. Hier bitte dann was aus der Oberliga oder Regionalliga können wir mal reingucken. So wie Unterhaching ist doch ein ganz schnieke Verein. Ihr seht, die haben sie jetzt auch bei diesen Kids, bei diesen kleinen Bildern von dem Trikot keine Mühe gegeben, noch die Trikots extra auszuschneiden, wie es bei mir im HSV ist. Es ist aber auch echt nicht wild, Leute. Wir alle werden glücklich, überhaupt mit sowas hier spielen zu können. Und es ist auch so ganz groß geschrieben, was die Oberliga angeht, kann es sein, dass nicht alles korrekt ist, Trikots nicht ganz schnieke sind, dass die Namen nicht ganz schnieke sind. Da hat man dann ein bisschen geschnudelt, weil man eigentlich mehr auf die Regionalliga bzw. auf die dritte Liga den Fokus gelegt hat in diesem Ding. Und man sieht hier, die Spieler sind drin, da sind wir Marcel Zimmer, Schuhen ist da. Ich kenne jetzt nicht alle Spieler, aber die kenne ich auf jeden Fall, die ich gerade erwähnt habe. Und da sehen wir die Trikots. Sieht doch richtig toll aus. Es kann natürlich sein, dass das Spiel ein bisschen laggt. Das ist immer so ein bisschen, wenn man Mods beim bei FIFA installiert. Wir sehen hier links oben das dritte Liga Scoreboard. Wir haben rechts oben noch das EA Sports Live. Das habe ich, wie gesagt, jetzt nicht geändert. Das werden wir nochmal ein extra Tutorial für machen. Und wir gucken mal, ob wir mit dem Marcel Zimmer jetzt mal hier und Hansa Rostock noch ein Türchen machen zum Abschluss dieses Tutorials. Nee, ich hab's verbockt. Und da haben wir noch den Bruder von Hummels. Der spielt ja bei Unterhaching, ne? Wissen wir ja. Ja, ich würde sagen, das war's von mir. Es funktioniert mit dem dritten Trikot, wollte ich gerade sagen, mit der dritten Liga. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem Tutorial für die dritte Liga. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bis dahin!